Ja, zum Thema Corona und Impfen gibt es eben sehr viel zu sagen und alles haben wir im ersten Teil nicht geschafft und deshalb jetzt auch dieser zweite Teil. Ich darf Ihnen noch einmal die Runde kurz vorstellen. Der Neurologe Dr. Michael Auer. Der Virologe Dr. Ludwig Knabel. Auch Sie sind mit dabei als Vertreterin von MS-Patienten, Frau Silvia Hafele. Und die Vertreterin der MSG Tirol ist ebenfalls mit in der Runde, Frau Marlene Schmidt. Herr Dr. Auer, das Thema Therapie. Ja, auch als sehr wichtiges. Muss denn die Therapie bei einem erkrankten MS-Patienten abgesetzt werden? Das hat uns gerade zu Beginn beschäftigt, wo unklar war, wie sich die Therapien auf den Verlauf von Covid-Erkrankungen auswirken. Mittlerweile wissen wir, dass wir MS-Therapien nicht absetzen, weil das Risiko, dass dadurch ein fulminantes Wiederauftreten von Erkrankungsaktivität seitens der multiplen Sklerose auftritt, ist höher, als dass die Therapie einen Verlauf einer möglichen Covid-19-Erkrankung ungünstig beeinflusst. Und die Behandlung von MS-Patienten im Zuge jetzt dieser Pandemie, wo man gelernt hat, entscheidend geändert? Entscheidend nein, kann man sagen, im Allgemeinen. Haben sich unsere Ambulanzvisiten bzw. auch die Fragen der Patienten sehr geändert, weil das Thema Covid und zuletzt natürlich vor allem das Thema Impfung ein sehr zentrales bei den Routinevisiten ist, wenn wir unsere Patienten und Patientinnen sehen. Allerdings wie und wann wir MS-spezifische Therapien verordnen, hat sich weder durch die Erkrankung noch durch die Impfung entscheidend verändert. Es gibt Einzelfälle, gerade einzelne Therapien, wo man natürlich schon im Zusammenhang mit der Impfung den Zeitpunkt etwas gezielter wählen muss. Aber dass wir deshalb eine andere oder gar keine Therapie beginnen würden, das ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Es wird da immer wieder gefragt, und das ist auch eine Publikumsfrage, Impfung in Zusammenhang mit bestimmten Medikamenten. Jetzt wie, hoffentlich sage ich es wieder richtig, Ocrelizumab, Gilenya, Rituximab und Vampira. Dabei steht meistens auch die Frage von Bildung der Antikörper wieder. Ja. Sagen wir wieder bei den Antikörpern. Genau, da geht es meistens um die Antikörperbildung. Ja. Also diese Therapien sprechen prinzipiell nicht gegen eine Impfung. Es sind eben genau diese genannten, nämlich das Ocrelizumab als Vertreter von Anti-B-Zell-Antikörper oder frühere Medikamente, das man off-label eingesetzt hat, das Rituximab, das natürlich genau die Zellen unterdrückt, die auch für die Antikörperbildung zuständig sind, wo dann zwar oft weniger oder keine Antikörper nach der Impfung messbar sind, wo aber, wie wir auch schon im ersten Teil festgehalten haben, sehr wohl eine T-Zell-Immunität messbar ist. Das heißt, auch dort ist ein Impfansprechen und eine Immunabwehr vorhanden, halt nicht in Form von Antikörpern. Das heißt, bei diesen Therapien muss man den Zeitpunkt der Impfung etwas gezielter wählen. Wir empfehlen beim Ocrelizumab zum Beispiel zur letzten Infusion circa 4 Monate Abstand zu halten.
Das ist so die Empfehlung, die aus Expertengremien auch herausgeht. Die Infusionen werden ja alle 6 Monate verabreicht. Das heißt, man hat dort tatsächlich ein Zeitfenster, wo man dann eher die Impfung empfiehlt. Wenn man die Therapie neu beginnt, kann man versuchen, dass man die Impfung noch vor Therapiebeginn durchführt. Das ist auch unsere Empfehlung, gerade bei neu diagnostizierten MS-Patientinnen in Bezug auf alle Impfungen, dass der Impfstatus vor Beginn einer Immuntherapie möglichst komplettiert wird. Das zweite Medikament, wo es tatsächlich ein vermindertes Ansprechen im Sinne einer eben verminderten Antikörperbildung gibt, ist das Gilenya. Dort ist tatsächlich die Theorie, dass möglicherweise dieses Medikament mit den mRNA-Impfstoffen interferiert, weil man gesehen hat, dass bei den Vektorimpfstoffen ein etwas besseres Impfansprechen da ist. Aber auch da die Empfehlung, die Therapie nicht aufgrund der Impfung absetzen und trotzdem unter Therapie impfen, weil ein bestimmtes Ansprechen doch in den meisten Fällen vorhanden ist. Ist das Virus, das wird uns ja wahrscheinlich noch länger beschäftigen. Wahrscheinlich, ja. Und wie schaut es dann aus mit der Impfung an sich? Braucht es dann nachher noch mehrere wahrscheinlich? Eine heiß diskutierte Frage zurzeit. Also meine persönliche Einschätzung ist folgende. Und ich glaube, das ist auch die meisten Expertinnen und Experten auf meinem Gebiet sind der Ansicht, dass es regelmäßigen Auffrischungsimpfungen bedarf, in was für Abständen und mit was für Impfstoffen, die dann erfolgen, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen. Man kann noch so viel dazu sagen, dass die mRNA-Impfstoffe einen entschiedenen Vorteil haben gegenüber allen anderen Impfstoffen, und das ist einfach die extrem unkomplizierte Herstellung. Also die ist wirklich sehr unkompliziert. Und die Modifizierbarkeit, die natürlich bei anderen Impfstoffen, vor allem bei historischen Impfstoffen, also die sogenannten Live Attenuated Vaccines, also sind attenuierte Lebendimpfstoffe, die einfach durch mehrere Passagen oder über Jahre teilweise durchgangen werden, bis dann der Virus einfach an Virulenz verliert. Das ist da mit mRNA-Impfstoffen, verläuft da viel, viel unkompliziert. Darum ist das natürlich jetzt auch in Bezug auf Omikron, wo das Ansprechen der Impfung natürlich nicht so stark ist oder die Wirkung der Impfung natürlich leicht vermindert ist im Gegensatz zum Wildtyp, auch möglich, dass man da innerhalb kürzester Zeit einen adaptierten Impfstoff anbietet. Mhm. Es ist generell damit zu rechnen, dass es einfach wie bei den Grippeimpfstoffen dann zu einer jährlichen Auffrischungsimpfung kommt. Mhm. Sie haben es ja schon mal ganz kurz angesprochen. Es gibt Fälle, wo jetzt die mRNA-Impfstoffe nicht so ideal sind und andere dafür besser. Aber gibt es generell, wo man sagen kann, welcher Impfstoff jetzt idealer ist, unter Anführungszeichen? Nein, also von den Impfstoffen, die derzeit am Markt sind, sowohl die mRNA-Impfstoffe als auch die Vektorimpfstoffe als auch jetzt die neu zugelassenen als Totimpfstoffe bezeichneten, das sind ja alles vom Konzept her Totimpfstoffe. Also das sind keine Lebendimpfungen, weil nur Lebendimpfungen tatsächlich unter vielen MS-Immuntherapien kritisch zu sehen sind. Also vom Konzept her sind sie wie Totimpfstoffe zu handhaben, dahingehend, dass da kein Virus unter einer Immunsuppression wirklich ausbrechen kann. Das stimmt natürlich. Von daher gibt es keine Empfehlung für einen bestimmten Impfstoff. Das Thema mit der eine ist besser als der andere, das trifft wirklich nur auf dieses eine Medikament, auf das Gilenya zu, wo es auch Studien aus Österreich gibt, wo man gesehen hat, dass messbare Antikörper mehr bei Vektorimpfstoffen als bei mRNA-Impfstoffen vorhanden waren. Ansonsten muss man sich aber an die Daten halten für alle anderen Medikamente, die auch aus der Normalbevölkerung kommen, was das Bilden von Antikörpern und vom Ansprechen belangt. Eine weitere Frage aus dem Publikum ist auch, ich bin thrombosegefährdet. Kann man sich da unbedenklich impfen lassen? Ja,
Ja. Es handelt sich um eine sehr seltene Nebenwirkung. Und ich glaube, jetzt es ist auch ein anderer Mechanismus dahinter, wie diese vakzininduzierten Thrombosen entstehen, wie bei einer klassischen Beinvenenthrombose, wie sie unter anderen Voraussetzungen auftritt. Erstens treten die ohnehin vermehrt, was wir bisher wissen, sie korrigieren mich, wenn es nicht stimmt, unter den Vektorimpfstoffen, ja. Weniger nachgewiesen eben bei den mRNA-Impfstoffen, die jetzt zum überwiegenden Anteil verwendet werden. Und zweitens ist es eine extrem seltene Nebenwirkung, sodass man sich da wirklich keine Sorgen machen muss. Gilt das auch bei der Herzmuskelentzündung? Gilt auch dort. Gilt auch dort. Jetzt kommt ja wieder ein neuer Impfstoff auf den Markt. Darauf zu warten, nehme ich mal an, ist auch nicht klug, sondern sich mit jenen vorhandenen Impfstoffen jetzt impfen lassen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Oder? Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste, ich glaube, der Kollege Auer kann mir da noch zustimmen, ist einfach, dass man sich möglichst früh impfen lässt und das ist nie zu spät, auch für den ersten Stich. Und das Abwarten auf irgendwelche Impfstoffe in der Zukunft oder das, was leider Gottes auch viele Personen, die an mich herantreten und fragen, sie möchten das erst die ganze Entwicklung etwas beobachten und abwarten, wie das jetzt verläuft mit den Impfungen. Also dem kann ich nur entschieden widersprechen. Es ist natürlich, umso früher man sich impfen lässt, umso besser. Und ich glaube, man muss dazu auch sagen, dass diese Impfstoffe jetzt mittlerweile ja sehr breit angewendet sind und dass wir Daten haben, dass die auch sehr gut wirken. Also dass jetzt ein neuer Impfstoff besser wirken soll, das kann man ja im Vorfeld nicht sagen. Und das Risiko, dass man sich durch die Nichtimpfung aussetzt, ist um vieles, vieles größer als das Risiko, was man sich durch die bestehenden Impfungen aussetzt. Haben Sie solche Diskussionen auch schon mal führen müssen, so im Privatleben? Ja, viele Diskussionen, weil einfach ja, in der Familie, bei Freunden ist natürlich, wir haben Impfgegner und Impfbefürworter, gell? Es ist schwierig. Also, und wir haben natürlich auch viele angeredet, was du mit deiner MS lässt jetzt auch noch impfen, hast das Immunsystem eh schon platt gefahren und jetzt noch Impfung obendrauf, das kann dann nicht gut gehen. Und ja, es war am Anfang schon eigentlich, ja, da herzustehen und sagen, nein, ich lasse mich impfen, weil ich habe gesehen, was passiert, wenn man sich nicht impfen lässt und wenn man Corona kriegt, war schon für mich eine Herausforderung, ja. Das wirklich so zu sagen, ja, ich lasse mich impfen und trotz MS. Die Herausforderung wird natürlich auch für die MSGT da gewesen sein. Da werden sich die Anfragen natürlich extrem erhöht haben wahrscheinlich. Ja. Natürlich, und wir haben natürlich immer diese Informationen, die wir erhalten haben, so weitergegeben. Und es hat sich ja sukzessive, hat sich ja immer wieder dann erneuert, noch verbessert, die Information. Was ich mir gewünscht hätte, dass gerade speziell bei meinen MS-Patienten, dass zumindest es eben nur einen Spezialisten gibt, der uns die Information kundtut. Weil es ist einfach so, auch wir haben unter den Neurologen die eine oder andere Meinung, dass man bei sehr hoher Antikörperzahl eben sehr viel später dann boostern sollte, beziehungsweise auch die zweite Impfung, die ja ganz wichtig ist, auch verabreicht. Hier haben wir dann auch keine Argumente. Also ich sage halt immer, weil dieses Verhältnis, was der Patient mit seinem behandelnden Arzt oder mit seinem Neurologen hat, das wollen wir jetzt da nicht da irgendwie noch anschwärzen und sagen, na, bitte tu das sofort. Aber wir geben eben die Information eins zu eins weiter, weil ich einfach das sehr wichtig finde, weil in den Medien kursieren so viele Meinungen, es spaltet einfach die Gesellschaft. Ich kann mit allen Meinungen leben, weil ich sage halt einfach, für mich ist es einfach wichtig, dass es jetzt etwas gibt, weil ich glaube, vor 2 Jahren haben wir uns das noch gar nicht gedacht. Und gerade ich komme aus der Gegend, wo eigentlich dazumals Corona eigentlich so richtig dann thematisch dann Wellen geschlagen hat, war sicherlich nicht gut, weil wir sind halt einfach ein Tourismusgebiet. Und wir alle haben dann auch Existenzängste natürlich gehabt. Und dass es so schnell dann eigentlich einen Impfstoff gibt, das hätten wir uns, glaube ich, alle nicht zu denken gewagt. Ich glaube, das hat sich, glaube ich,
für uns Nicht-Mediziner oder Fachleute überhaupt nicht nie jemand vorstellen können, dass es so schnell überhaupt sowas gibt. Und da soll man ja eher froh darüber sein, dass man dieses Werkzeug wirklich in der Hand hat und die Chance auch nützen. Weil ich glaube, die andauernde Angst zu haben, das ist ja für die Krankheit mit Sicherheit nicht das Beste. Für keine Krankheit wahrscheinlich. Für keine Krankheit, im Besonderen auch nicht für die MS. Ja. Und man muss nur sagen, man hat mit der Impfung ein Werkzeug, eine potenziell schwere Infektion zu verhindern, eine Infektion, die selbst die MS deutlich verschlechtern kann. Wie ist denn das eigentlich mit dem Virus? Immer ganz, ganz einfach erklärt, wieso kann sich denn der immer verändern? Es ist, das kann man, glaube ich, in der Tat sagen, bei dem Coronavirus hat man eigentlich zu Beginn nicht mit derart starken Mutationen gerechnet. Man sollte vielleicht vorausschicken, dass die Coronaviren, die größten, also die Familie der Coronaviren, die größten derzeit uns bekannten RNA-Viren sind, die eben bei der Replikation oder bei der Vervielfältigung ihres Genoms eine sogenannte Korrekturlesefunktion eingebaut haben. Es ist ein sehr komplexer Virus und der im Gegensatz zum Influenza-Virus eigentlich nicht dazu neigt, Mutationen hervorzubringen. Ich glaube, das ist einfach jetzt ein Ereignis, das zurückzuführen ist auf gewisse Umstände, die einfach zu Beginn der Pandemie geschehen sind, zum Beispiel auch Mutationen innerhalb eben dieser Korrekturlesefunktion. Und weil durch die schier unglaublich große Anzahl an Infizierten da die Wahrscheinlichkeit sich natürlich erhöht, dass es zu weiteren Mutationen kommt. Der Virus sucht einfach aufgrund der Selektion immer nach neuen Wegen, eben dem gefährdenden Agens zu entkommen und behilft sich halt dadurch mit Mutationen. Jetzt nicht der Virus bewusst, sondern es ist einfach eine wieder Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass sich einfach die am besten geschützte Variante oder die am resistenteste Variante oder kurz gesagt jene Variante, die einen Fitnessvorteil gegenüber anderen Varianten hat, dass sich die dann einfach gemäß der Wahrscheinlichkeit auch am häufigsten oder am stärksten durchsetzt. Wir haben das Ende 2020 ganz gut beobachten können mit dem Aufkommen der sogenannten Alpha-Variante, vormals britische Variante genannt. Und wir haben damals im Labor auch begonnen mit der Genomsequenzierung der SARS-CoV-2-Viren-Isolate und haben das dann wirklich von Woche zu Woche zuschauen können, wie die britische Variante oder jetzt Alpha-Variante genannt, alle anderen Virusvarianten verdrängt. Es hat dann zwischenzeitlich ist es zum Aufpoppen der sogenannten Beta-Variante, vormals südafrikanische Variante, gekommen. Die hat sich aber bei uns in Tirol glücklicherweise nie richtig durchsetzen können. Es ist dann relativ bald, nach ein paar Monaten, eben zu einer weiteren Virusvariante gekommen. Das war die Delta-Variante, die dann eben die Alpha-Variante vollkommen verdrängt hat. Und jetzt mit Omikron erleben wir natürlich das genauso. Es ist überhaupt schräg, über was für Themen wir eigentlich diskutieren. Und das hat mir vor zwei Jahren, wie gesagt, hat man kaum das griechische Alphabet kennt. Und jetzt kennt man da schon etwas davon. Und das wird ja wahrscheinlich noch weitergehen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man wirklich herausgeben kann, ist einfach, dass man mit der Impfung wirklich etwas in der Hand hat, was die Chance bietet, dass man da wieder rauskommt und dass ein normales Leben, wie man es vorher gewohnt war, vielleicht wieder mal möglich ist. Ich glaube, man muss sich auch der medizinhistorischen Bedeutung, die den Impfstoffen zukommt, ein Augenmerk schenken. Es ist einfach so, dass Impfungen in der Menschheitsgeschichte für Millionen geretteter Leben stehen. Gell? Es konnten bis jetzt, hat eine Krankheit, eine humane Krankheit, das Bockenvirus, konnte mit Hilfe der Impfung vollkommen ausgerottet werden. Bei SARS-CoV-2 ist das
aus gewissen Gründen leider nicht so möglich. Aber es ist natürlich mitunter möglich, also du einfach mit Hilfe der breiten Durchimpfung das zu einer vollkommen ungefährlichen Erkrankung zu machen. Die breite Durchimpfung, da hört man einmal über Prozentzahlen, so 80% und so weiter, muss da erreicht sein. Genau, das war zu Beginn Gegenstand vieler Diskussionen, also wie hoch, man kennt es vielleicht gut aus den Masern, die leider Gottes, es wäre eine Krankheit, die durch Impfung vollkommen auszurotten wäre. Wir erleben es leider in jüngster Zeit immer wieder, dass sich Eltern gegen die Impfung oder gegen die Masernimpfung ihrer Kinder entscheiden. Die Masern ist jetzt im Vergleich zu SARS-CoV-2 eine noch ansteckendere Erkrankung, bei der 93% Durchimpfungsrate notwendig sind, um eben sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Bei SARS-CoV-2, da ist es etwas schwieriger zu beantworten, diese Frage, weil es auch trotz Impfung zu Infektion kommen kann. Wohlgemerkt muss man aber dazu sagen, dass diese Verläufe dann fast ausnahmslos sehr milde sind. Ja, wir haben sehr vieles dazu gesagt und das, was man wirklich nur noch mal betonen kann, ist, lasst euch impfen, das schützt und das zeigt einfach den Weg aus dieser Pandemie heraus. Und wenn irgendwelche Fragen offen sind, MSG Tirol mit der Marlene Schmidt ist immer für sie da, die sie beraten kann. Oder auch, dass man sich untereinander austauscht mit anderen MS-Patientinnen, welche Erfahrungen sie gemacht haben, wie es ihnen damit ergangen ist, wie sie ihren Alltag erleben. Auf alle Fälle kann man nur noch einmal appellieren, die Impfung ist wirklich der einzige Weg, der da herausführt. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns auch gewogen und seien Sie das nächste Mal dabei, wenn wir uns wieder sehen zu einem anderen Thema. Bis dorthin, danke fürs Dabeisein und bleiben Sie gesund.